Guten Morgen, ihr Hübschen. Und diesmal auch mit Hallo von unseren Babys. Mutti ist ganz entspannt. Ich denke, dann ist das okay, wenn ich euch die viermal zeige. Zumindest so, was man schon davon sehen und entdecken kann. Ich nehme sie auch bestimmt mal hoch und stelle sie euch einzeln vor, aber ihr seht ja, ne, die Wurme sind noch so klein. Mutti schnurrt, schimpft immer noch nicht. Bist du stolz? Ich bin's. So, jetzt habt ihr sie schon mal gesehen. Und jetzt wechseln wir mal rüber, ne, zu unserem Tagesimpuls. Ich würde also sagen, meine Ostereier sind schon geschlüpft. Ne? Ja, aber ihr seht, sie ist total entspannt. Ja, denen geht's echt gut. Die sind, oh, ich könnte die weginhalieren. Ich freue mich schon, wenn ich sie euch einzeln zeigen kann. Aber da warten wir dann auch jetzt wieder ein paar Tage mit. So, zu unserem Tagesimpuls. 3.4. Legen soll ich den mit den Sprich-mit-mir-Karten? Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil ich bei der Gegenüberstellung vergessen habe, dann noch eine draufzuziehen. Und den Weisheiten aus der Quelle. Ja. Mondenergie haben wir heute und morgen im Steinbock, im Lennemor, der Berg. Wir müssen gucken, da geht es ja eigentlich um Blockaden, Hindernisse, Hürden. Ja, was da noch blockiert, haben wir in der Gegenüberstellung auch schon gelegt gehabt. Ja, entweder erfahren wir da jetzt noch etwas Weiteres zu oder es geht um den erhöhten Blickwinkel, darum mit einem Wissen zu arbeiten und das auch anzuwenden. Ich habe keine Ahnung, wir müssen das jetzt rausfinden. Okay, also, Mond im Steinbock, 3.4. Tagesimpuls 3.4. Ja, seht ihr schon, ne? Keine guten Karten und aber auch die Bestätigung, ne, von der gestrigen Legung, ne, von der Legung zu diesem Halbmond. Und den Halbmond haben wir erst morgen. Ja? Was blockiert das alles? Das macht auch wieder Sinn. Ne? Was blockiert das alles? Das falsche Spiel. Ja? Was für ein falsches Spiel? Ja, dass es immer noch einen Mangel an Ehrlichkeit gibt. Ne? Wir hatten gestern in dem Halbmond-Orakel halt die Trickserei, ne? Trickery hier, das mit dem Glöckchen klingeln, ja. Ja, und da geht es halt darum, dass man sich halt noch was vormacht, ja, immer noch nicht ehrlich ist, ne? Dass man sich selbst und dadurch dann ja auch andere belügt, eine Illusion lebt, ja, und einfach immer noch nicht im Herzen drin ist, ja, und man versucht, ne? Ja, es tut mir leid, aber es ist die Halbmondlegung von gestern, ne, sich durchzumogeln, ja, mit dem, ja,
die Trickserei, die dahinter steckt, hatten wir gestern ja dann halt schon aufgedeckt, ne? Und was ist als Wurzel des Tages dahinter? Dass man sich nicht festbinden will, ja, dass man seine Freiheiten sucht und braucht, ja, da gerade nicht bereit ist, noch mehr Kompromisse zu machen, sich weiter einschränken zu lassen, am jetzigen Leben etwas zu ändern. Ja, warum? Weil man Angst davor hat, ne? Deswegen versucht man ja mit der Trickserei bestimmte Dinge wiederzukriegen, so wie sie in dieser Lockerheit und etc., wie sie in der Vergangenheit gelaufen sind. Und ja, da noch nicht. Man noch nicht bereit dafür ist, diese Trickserei abzulegen und einfach in die Ehrlichkeit zu gehen. Ja, und was ist das? Das ist das, was Dinge, den Fluss, den Lauf der Dinge halt blockiert, ne? Gut, wundert mich jetzt nicht so, ne, dass das denn anscheinend, ne, wie gesagt, haben wir heute und morgen die Steinbock-Energie, dass das heute und morgen noch anhält, weil alles andere wäre jetzt auch merkwürdig gewesen, ne, weil das hatten wir ja in der Gegenüberstellung auch dementsprechend gelegt. Was sagen denn, was ist denn die Weisheit aus der Quelle dazu? Die Weisheit aus der Quelle zu. Haben wir gestern schon mit dem Rad an euch gekriegt, ne? Die Weisheit aus der Quelle ist, macht einem derartigen Gegenüber nicht die Mutti, ja, es sei denn, ihr wollt noch ein Kind dazu, dann ist das kein Problem, hättet ihr damit, ja. Ja, hier guckt mal, da haben wir das, die Trickserei, ne? Schaut mal, auf euch zukommt, ne? Magie ist angewandtes Wissen, ne? Und was für ein angewandtes Wissen haben wir gestern halt auch gelegt, ja, was der Trick dahinter ist, ne? Ja, und was brauchen Sie, ja, um weiterzugehen, um sich weiterzuentwickeln, ja, damit ein Wandel, ne, eine Veränderung, eine Transformation kommt, eine dementsprechende Erfahrung, ne? Ja, ganz genau. Guckt mal, das geht hier mit allen Karten dazu, ja. Es ist ein hier 11, ne? Es ist eine Tür, ne? Wo es um eine Ansammlung von dem konzentrierten Bewusstsein geht. Und auch das habe ich euch gestern in der Halbmondlegung schon gesagt, ne? Dass das da gar keine Böswilligkeit hintersteckt, sondern dass einfach ein antrainiertes Verhalten ist. Ihr guckt mal, das ist alles nur Bestätigung von der Legung von gestern, ne? Ja, und schaut mal. Sind Sie eigentlich selber glücklich damit? Nee, das macht Sie eigentlich auch nur müde, ne?
Müde, müde, müde. Es ist auch anstrengend, ne? Aber dieses, so wie wir es gestern schon gesagt haben, dieses Verhaltensmuster könnt ihr halt nicht durchtrennen, ne? Das geht nicht. Ja. Ist das für die ein einfacher Weg? Kommen sie davor, damit voran? Nein. Solltet ihr das blockieren? Ja. Ja. Dass es für die nicht einfach ist, ne, hatten wir gestern auch. Warum? Weil wir halt auf der Kopfebene liegen hatten. Ne? Wir hatten erstmal hatten wir die dunkle Nacht der Seele, dann hatten wir auf der Herzebene liegen, wie groß das Bedürfnis nach Frieden ist. Ja, das ist aber der falsche Weg, ne? Wo sie halt an neue Erfahrungen brauchen. Ne? Und im Kopf hatten wir die ganze Zeit die Planung. Ne? Guck mal, 5 und 9 ist 14, ist der Fuchs, ist auch die Kopfebene. Ne? Ist aber halt eben auch das, ja, das Intrigante, ne? Die Schleue, ja. Ja, guckt mal. Und hier die Ansage an euch gerade gefallen, ja, wie lange das jetzt halt noch so ist. Heute und morgen ist Steinbock-Energie, aber 108 Stunden, ich bin nicht gut in Rechnen, rechnet euch das bitte selber aus. Ich würde jetzt für mich einfach mal im Kopf überschlagen. Also nächste Woche brauchst du keinerlei Gegenüberstellungen zu machen. Was haben wir nächste Woche? Ja, guckt mal, nächste Woche, das ist ja auch ein Witz, ne? Nächste Woche haben wir auch weder Halbmond noch Vollmond noch Neumond. Haben wir dann tatsächlich erst am 12.04. wieder. Ja, 11., 11.04., ne? Wenn wir durch die Tür sind. Am 12.04. genau. Ja. Schaut euch diese, also dieses Kartendeck hat wirklich immens viele Karten, ja. Ich weiß nicht, wie viel das in Summe sind, ne? Aber guckt euch das mal an. Wir haben hier die 77, die 55, die 11, ja, die 22 und die 33. Ist das krass oder was? Da, schaut mal. Und das ist der Aufstieg in dem Ich und Du, ja, und wie, das ist wie etwas, es ist auch das, was wir gestern schon im Halbmond-Orakel gesagt haben, ja. So dieses, es gibt in jedem Gehirn eines Menschen ein Gottesmodul, ja. Man muss nur auf die Idee kommen, das anzuwerfen, das zu verwenden. Und wie kommt man auf die Idee, wenn man sucht, weil man mit den alten Spielen, ne? So wie wir es im Halbmond-Orakel hatten, nicht mehr weiterkommt. Und das ist ja auch das, was wir gestern gesagt haben, ne? Das entscheidet dann im Endeffekt im Zusammenspiel ihr, ne? Ob ihr das falsche Spiel blockiert, ja, oder eben nicht. So, die nächsten 108 Stunden wird das ausprobiert. Ja, und wenn sie damit nicht weiterkommen, dann wird das Gottesmodul angeworfen. Was das dann auch immer bedeutet, ne? Das bedeutet, jetzt werde ich wieder auf das Orakel von gestern gelenkt, auf den nächsten Schritt beim Gegenüber. Das bedeutet, dass man halt weitergeht, ne? Vorwärts geht, dieses Spiel verlässt und entweder ein anderes probiert, ja, oder dann doch mal den Weg in die, aus der Lüge heraus in die Ehrlichkeit findet. Das müssen wir gucken. Aber gerade ist es so. Okay. Dann wisst ihr erstmal Bescheid und hört morgen früh nochmal von mir. Bis dann. Sauham.